Die Türkei lockt mit Kultur und Traumstränden. Auch shoppen kann man hier, denn vieles ist günstiger als in Deutschland. Eigentlich. Los geht die Geschichte in Griechenland. Genauer gesagt auf der Insel Kos, gleich gegenüber von der Türkei. Können Sie noch was anfangen mit dem Begriff Butterfahrt? Genau, das sind so Tagestrips auf Schiffen, so wie hier hinter mir, wo die Touristen besonders günstig, teilweise zollfrei, Waren einkaufen können. Und hier in Griechenland, genau auf der griechischen Insel Kos, geht es ganz besonders günstig. Man kann von hier nämlich gerade mal 25 Minuten mit dem Schiff übersetzen in die Türkei. Sehen Sie da hinten am Horizont, und dort gibt es ganz besonders günstig Schmuck zu kaufen. Dachte unser Zuschauer Johannes Kaul. Ich treffe unseren Zuschauer in einer Hotellobby auf der griechischen Insel Kos. Unsere Redakteurin Christiane hat den Fall für uns vorbereitet. Ihr Fall ist ein sehr spezieller. Es geht in diesem Fall um richtig viel Geld. Und zwar um Schmuck. Sie waren hier im Urlaub, und zwar in Griechenland, ne? Wir haben verschiedene Ausflüge gemacht, unter anderem dann einen Ausbruch nach Bottrop. Also ein Katzensprung, und das wurde Ihnen angeboten als, wenn ich es richtig verstanden habe? Als Ausflug von der Firma Altos. Als Ausflug also eines renommierten deutschen Reiseunternehmens. Genau, so war das dieser Ausflug. Sehr interessant. Also eine Broschüre, die Sie hier im Hotel bekommen, von einem deutschen Reiseveranstalter. Steht auch so genau hier drauf. Das weckt Ihr Vertrauen, ne? Das war halt auch für uns gesagt, weil wir uns irgendwas kaufen wollen. Wir hatten einen Jahrestag von unserem Kennenlernen. Was Romantisches, was Emotionales, da steckt man dann auch mal Geld rein. Es sollte ein Schmuckstück sein, was Sie auf dieser Tour hier erwerben. Genau. Wir hatten uns keinen festen Preis angesetzt. Wir haben gesagt, wenn irgendwas uns gefällt und wenn wir es uns leisten können, dann machen wir mit. Johannes kaufte zwei teure Armbänder aus hochwertigem Gold mit echten Steinen, Saphiren und Brillanten. Angeblich alles Handarbeit. Und etwas Gratisschmuck für die Kinder. Die hat das Center einfach dazugegeben. Das ist ein schönes Geschenk zum Jahrestag, hat aber insgesamt, jetzt müssen wir drüber reden, wie viel gekostet, hä? 8.500 Euro. Genauer 8.424 Euro. Aber als Erbstück oder als eine sichere Geldanlage gut geeignet, glaubt Johannes Kaul. Wir haben uns versucht, im Internet mal ein bisschen schlau zu machen und auch mal gucken lassen. Und keiner konnte sagen, diese Preise sind wertvoll. Und deswegen hat meine Redaktion in Ihrem Fall einen Experten besorgt, der auf Kabel 1 ein altbekanntes Gesicht ist. Das ist Goldschmied Andreas Aktan, der bei der Sendung Schätze unterm Hammer als Schmuckexperte tätig war. Also der ist auf jeden Fall echt. Ich lade Andreas nach Kos ein. Er soll die Schmuckstücke aus der Türkei noch mal professionell für uns schätzen. Was sagt er zu dem angeblichen Schnäppchen? 8.500 Euro der Gesamtpreis hier in der doch relativ günstigen Türkei. Da, wo es ganz besonders preiswert sein soll. Ich würde sagen, Andreas, hier gibt es Zertifikate, hier gibt es Rechnungen und einen Experten zum Glück. Und der bitte schaut sich das jetzt mal an, weil da, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich raus. Andreas begutachtet die Zertifikate der beiden Ketten. Hier wird die Wertigkeit und Echtheit der Steine und des Goldes bestätigt. Bei den Ketten selbst wird er stutzig. Ist das jetzt nur das, was Sie jetzt 8.300 Euro bezahlt haben? Genau. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Ich werde das gleich noch mal einmal ausrechnen. Aber wenn ich das jetzt schon so sehe, auf gar keinen Fall. Woran können Sie das so schnell erkennen? Es gibt mehrere Punkte. Es geht nach Gewicht, wie viel Gold enthalten ist. Dann geht es nach der Karatzahl, wie viele Brillanten enthalten sind. Im Stein? Im Stein. Und dann noch einmal wegen dem Saphir. Na, und es geht doch bitte schon um Handarbeit. Handarbeit? Handgemacht. Das ist auf gar keinen Fall Handarbeit. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist Massenproduktion. Bei Handarbeit würde das nie passieren, dass man hier scharfe Kanten hat. In der Werkstatt, wo wir das geholt haben, beziehungsweise im Ding, saßen auch Goldschmiede. Ach wirklich? Die werden Ihnen auch noch gezeigt? Genau. Mit der Goldsäure kann ich dann halt bestimmen, ob das wirklich halt Gold ist. Ich mache einen kleinen Abstrich. Armband soll ja 14 Karat sein. Wenn das jetzt stehen bleibt, dann ist es Gold. Wenn es nicht stehen bleibt, dann ist es kein Gold. Gott, wie spannend. Gold allein ist zu weich zur Verarbeitung. Deshalb werden dem reinen Gold Zusatzstoffe hinzugefügt. Je reiner es ist, desto mehr Karat hat es. Und desto teurer ist das Schmuckstück. Wir sehen aber hier, dass es stehen bleibt. Das dampft richtig, die Säure. Also wenn man es mal sehen würde hier. Und es würde sich jetzt verfärben, oder was würde passieren? Genau, wenn es jetzt kein Gold wäre, dann würde dieser Abstrich verschwinden. Okay, und der ist noch da. Komm mal ganz nah mit der Kamera an.
Es ist auf jeden Fall mindestens 14 Karat, wenn nicht sogar mehr. Und? Ist ja schon mal was. Wenigstens etwas. Jetzt testet Andreas die Echtheit und Größe der Steine. Die Brillanten, die da drin sind, das sind ja schon Brillantsplitter. Also deutlich weniger wert. Weil die Steine so klein sind, ist die Messung für Andreas schwierig. Man sieht, es schlägt aus sehr weit. Also es schlägt auf jeden Fall aus. Und wenn man die jetzt zum Beispiel ein bisschen also die Steine anreibt, dann müsste es auf jeden Fall echt sein. Aber Sie haben Schwierigkeiten, es zu messen, weil es eigentlich nur, wie soll ich sagen, Splitter sind, ne? Genau. Also aber sie sind echt. Die sind auf jeden Fall echt. Zuletzt wird das Gold gewogen und anhand dessen kann Andreas dann in der Summe den ungefähren Wert der Schmuckstücke bestimmen. Ich rechne mit. Gold für 2,5, Silber für 300, das ergibt zusammen 2.800 Euro. Ich habe mir schon gedacht, dass es weniger wert ist, aber dass es dann doch so wenig ist, hätte ich dann nicht gedacht. Weil dazu muss man ja auch sagen, es geht hier um, ich sag mal, etwas, was später ein Erbstück ist. Ne? Das soll Ihre Frau quasi den Kindern und den Enkeln irgendwann mal geben und sagen, ach, weißt du, die Oma hat es damals vom Papa bekommen in der Türkei und der Papa ist so richtig abgezockt worden. Wir melden Lockvögel zur gleichen Tour wie Johannes Kaul an. Sie trägt den schönen Titel Bodrum. Besichtigen Sie das Saint-Tropez der Türkei. Veranstalter ist Altours. Wir fahren der Gruppe zum Hafen in Kos hinterher, setzen über nach Bodrum. Hinter der türkischen Grenze entdecken wir die Reiseleiterin und ich nutze die Gelegenheit, sie anzusprechen. Sagen Sie, diese Goldfabrik, die es da gibt, wo ist die? Die ist oben am Highway. Oben am Highway. Ich dachte, in der Stadt sei die. In der Stadt ist sie nicht. Mehr. Okay, alles klar. Das Goldcenter ist gar nicht in der schönen Altstadt, laut Reiseleitung, aber ein extra Stop auf der Tour wert. Der Goldkauf ist schon bald wieder ein Thema. Denn die Reiseleitung empfiehlt den Laden ausdrücklich. Wir haben auch immer wieder Gäste, die möchten gerne in der Türkei Gold oder Silber einsammeln. Einkaufen. Damit sie sich hundertprozentig auf die Qualität verlassen können. Ein Stopp beim Galata-Bubu-Goldcenter. Keinen Schrecken kriegen, da wird keiner eingesperrt. Wenn wir hineingehen, sind sie praktisch keine Gruppe mehr. Wir haben ein Informationsgespräch, jeder schaut so lange, wie er möchte. Und wer was sieht, was ihm gefällt, das wissen sie nicht von mir, handeln wie die Berserker. Wenn wir also später im Goldcenter sind, sind wir auf uns allein gestellt, obwohl wir uns als Reisegruppe von Altours durch Bodrum bewegen. Wir fahren dem Sightseeing-Bus hinterher. Mit 75 Minuten ist die Rundfahrt recht kurz. Dabei war sie im Prospekt länger angekündigt. Dort wird das Goldcenter auch nur am Rande erwähnt. In Wirklichkeit scheint das aber der wichtigste Stop der Tour zu sein. Also wir sehen da schon jetzt Leute ankommen, ja, in anderen Bussen. Und ich würde dich bitten, falls man uns beide erkennt, da jetzt mal reinzugehen und dir nur die Preisschilder anzusehen. Also ist das günstig? Ja? Kann man da wirklich ein Schnäppchen erwischen? Jetzt schicke ich unseren Experten Andreas Aktan der Reisegruppe hinterher. Er soll sich im Laden im Untergeschoss umsehen für uns. So, also jetzt ist unsere Reisegruppe angekommen und man sieht, der Reiseleiter geht vor, Reiseleiterin hinterher, damit auch alle sicher gehen, dass die komplette Touristengruppe im Goldgeschäft ist. Also die Rundfahrt, die eigentlich versprochen war, vom deutschen Reiseveranstalter, dem wir ja alle vertrauen, hat jetzt gedauert vielleicht eine Stunde, 15 Minuten, mehr nicht. Der Hauptgrund für diese ganze Tour scheint genau dieser Laden da hinten zu sein, nämlich ein Gold- und Juweliergeschäft. Während die Reisegruppe im Center eine Tour unternimmt, sind unsere Lockvögel und Andreas Aktan mit dabei. Er kommt als erster raus, mit einer professionellen Einschätzung der Ware. Was hast du gesehen? Also die wirken professionell, erzählen auch einiges. Was ausschlaggebend ist, dass die gesagt haben, das ist Großhandelsschmuck. Das heißt, die Juweliere kaufen selber von... Also billiger oder preiswerter, genau, so gesehen. Als hier Fall. Kann es gar nicht sein. Genau. Das sagen nicht. Genau, die sagen, dass die einfach nur die Großhandelspreise ausschlagen. Ich habe mir ein, zwei Ringe angeschaut. Das sind genau dieselben Preise wie in Deutschland. Unsere Lockvögel wurden leider von der Security während der Tour erwischt.
Diese Aufnahmen mussten wir abgeben. In München hat sich mein Team derweil mit Altus in Verbindung gesetzt. Auf die Anfragemail folgt ein Rückruf. Mit einem Gedächtnisprotokoll stellen wir das Gespräch nach. Wird Ihnen dann von irgendjemandem aufgetragen, dass Sie immer dasselbe Goldcenter ansteuern, oder ist das Ihre freie Entscheidung? Wir vermitteln nur die Ausflüge und informieren über den Ausflugsablauf, mehr nicht. Die Reiseleiter haben von uns die Vorgabe, nicht zu sagen, dass die Kunden in dem Goldcenter kaufen sollen, sondern dass sie das in Bodrum eben tun können, wo sie möchten. Jeder Kunde darf bei uns selbst entscheiden, ob er kaufen möchte oder eben nicht. Wir erinnern uns, die Altus Reiseleitung hat aber nur dieses eine Goldcenter in Bodrum empfohlen. Damit Sie sich hundertprozentig auf die Qualität verlassen können, ein Stopp beim Galata Bochum Goldcenter. Rechtlich bedeutet das, dass es keine Altus-Veranstaltung mehr ist und Sie sich so aus der Verantwortung ziehen. Ich will die Situation in Bodrum aufklären und marschiere mit Andreas Aktan und unserem Opfer ins Goldcenter. Ich will versuchen, wenigstens einen Teil des Geldes für den überteuerten Schmuckkauf zurückzuholen. Wir filmen nur noch mit Handys, denn die Security achtet peinlich genau darauf, dass hier nicht gefilmt wird. Wir warten in einem Separé. Uns wird Tee angeboten von einem Mann im Anzug. Den kennt Johannes. Es war schon ein bisschen mulmig, wieder hier reinzukommen und das alles wieder zu sehen. Und dann habe ich ihn gesehen, habe halt auch direkt erkannt, dass er das war, der uns das alles verkauft. Das heißt, der hat es ihm verkauft. Wirklich. Er war mit bei den großen Verhandlungen am Anfang, beim kleinen war eine andere Dame dabei. Und auch diese Goldverkäuferin betritt gleich den Verkaufsraum. Hallo. Guten Tag, hallo. Hallo, ja. Ich habe den Herrn auch damals beraten, drum wie ich. Super, da. Das ist schön. So, was haben wir für Probleme? Naja, ein Problem gibt es in dem Moment natürlich, wenn es in Deutschland beim Goldschmied oder beim Juwelier mal gezeigt. Was ich nicht verstehe, ist nach wie vor, warum es denn trotzdem so teuer ist hier in der Türkei. Wissen Sie, Es ist nicht teuer. Ach so. Wenn das jetzt hier so kostet bei Ihnen, was würden Sie denn sagen, kostet es in Deutschland? Mindestens an die 30-40% mehr. 30-40% ist also, denken Sie, nach wie vor der Vorteil, auch für andere, die hier. Auf jeden Fall. Wir zeigen ihr nochmal Johannes Kautz Schmuckstücke. Das ist ein Collier mit Saphir und Brillanten in Weißgold mit einem Armband. Schauen Sie sich doch mal andere Modelle in Deutschland an, was Sie dafür zahlen. Ich würde damit bei 3.500 Euro liegen. Doch. Ich bin sogar Juwelier. In Deutschland. In Deutschland. Ich bin sogar Juwelier. Wir versuchen zu verstehen, genau. Die gute Handarbeit, die hier ist, die Leute, was das so teuer macht eigentlich. Das versuche ich zu verstehen. Wir machen jetzt Folgendes. Ja. Ich gehe zu meinem Inhaber, zum Big Boss. Super. Wir reden mit ihm mal, was wir für Sie machen können. Okay, super. Toll, vielen Dank. Und wirklich, nach wenigen Minuten kommt die Dame mit einem Angebot des Chefs zurück. Schauen Sie mal, obwohl er meint, die Ware hat den korrekten Preis, 1.000. Dass wir jetzt hier nicht aufspringen und uns die Hemden vom Leib reißen, können Sie auch verstehen. Ansonsten nichts. Johannes, ich würde sagen, die 1.000 müssen wir nehmen. Trotzdem, die Expertenmeinung von Andreas Aktan steht. Hier wurde zu Wucherpreisen verkauft. Unsere Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. 1.000 Euro in bar konnte ich zurückholen. Ein Rabatt von rund 12%. Aber hier in der Türkei eher eine Ausnahme. 1.000 Euro für Sie. Und die kommen von der Schmuckfabrik. In diesem Umschlag Ihnen gerade und uns gerade überreicht worden. Sind Sie zufrieden? Besser wie nichts. Besser als Sie. Sie hatten sich ein bisschen mehr erwartet. Genau. Aber ich bin schon zufrieden, dass es überhaupt was war. Ab zurück nach Griechenland jetzt erstmal. Genau. Genau. Die Frage bleibt trotzdem für alle anderen, die vielleicht nicht diese Kulanz hier bekommen wie er. Kann man hier in der Türkei, besonders in Bodrum, auf so einer Tagestour von Griechenland wirklich günstig Schmuck kaufen? Ich würde es halt so machen, dass ich in mehreren Juweliergeschäften gehe. Also nicht gleich sofort am ersten Tag einkaufen, sondern erst wirklich bis zum letzten Tag warten, sich einige Preise reinholen lassen und dann erst einkaufen. Mit anderen Worten, gut vorbereitet sein. Schwierig, wenn man auf einer Tagestour landet, die eigentlich ein Sightseeing, also so Sehenswürdigkeiten abklappern ist und das Wort Goldverkauf nur ganz kurz und ganz kleiner drin vorkommt. Also ein ganz klarer Vorwurf unsererseits nochmal an den Reiseveranstalter. Bitte lassen Sie die Leute nicht im Unklaren darüber, was hier passiert. Es geht auf eine Tour, wo Gold und Schmuck verkauft werden sollen. Nicht mehr und nicht sehr viel weniger. Trotzdem gilt deswegen beim Schmuckkauf in der Türkei Vorsicht bei den Preisen. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. In diesem Sinne, einen schönen Urlaub.